Endlich wieder ein bisschen Ruhe. Begrüßen wir hier noch Angel, das dritte Mitglied von Soldier. Also eigentlich sind sie nur drei. Es fehlt jetzt aber noch mal einer. Also die drei Elite-Soldier, die Final Fantasy kennen. Crisis Core natürlich, Entschuldigung. Auf jeden Fall, Angel ist der neueste. Ja, ich bin mir am überlegen, ob ich die Helm wirklich will. Weil es senkt überall das Zeugs um 3. Ich glaube, ich behalte nur einen Brustpanzer. Ja, kommen, machen wir es so. Wir verkaufen die. Wir verkaufen die. Wir wollen die nicht. So. Wir wollen unsere Haare zeigen. Und mein nächstes Ziel ist, ich würde gerne eine Basis errichten. Also. So. Wir sollten noch einen Typ mehr haben. Und dann wäre unser Soldier-Team für den Moment komplett. Das ist eine Frau zwar. Nein. Nein, ich will einen normalen Mensch. Ist das einer, den man ansprechen und mitnehmen kann? Nein, eben. Ich habe gedacht. Die könnte man vielleicht noch nehmen, aber zeig mal eine Frau. Ich will eben eigentlich noch keine Frau, das kommt erst später. So blöd es tönt. Ich will noch zuerst noch den Genesis. Dass wirklich Soldier Team komplett ist. Ja. Und wieso für. Nein, ist gut. Alles cool. Okay. Du tust vor allem nur blocken, falls wir in den Kampf kommen. Wer ist der schnellste? Der Angel. Der Sephiroth ist im Moment der langsamste. Gut. Ich werde weiterreisen. Ich werde jetzt versuchen, endlich mal da rüberzukommen. Etwa da. Wenn irgendetwas passiert, etwas Spannendes, sehen wir uns wieder. Und sobald ich die Stadt da entdeckt habe, dann weiss sie, wie ich sicher wieder raufkomme. Weil da ist dann die grosse Straße. Dann werde ich zurückgehen dahin, mich mit Dings eindecken, mit Baumaterial und meine Basis anfangen errichten. Wo weiss sie noch nicht. Ich hätte Lust irgendwo da in dieser Ebene, weil es so schön grün ist und ein bisschen Wasser hat und so. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich da. Wo überall Dustbände jetzt rumwuselt und so. Ist nicht meins. Ja, ich würde sagen, bis etwas passiert. Oh nein. Ja, also ich bin vorher mit dem Angel, die anderen zwei sind am Pennen gewesen. Und ich habe gesehen, dass da eine Schlägerei ist. Und da bin ich mich gerade bedient und habe alles ausgeräumt, was ich haben konnte. Und habe gesehen, wie das die Band jetzt da durch sind. Und das finde ich eigentlich nicht so geil, dass jetzt wir in die Richtung gehen, aber es geht wohl nicht anders. He? Das ist der Hauptweg. Ja, bis später auf jeden Fall. Oh Gott, da sind sie am Schlägern. Was sind sie fertig? Das ist der Boss. Die einen Bosse haben ein mega geiles Kopfgeld. Aber sagen, wir gehen jetzt da einfach vorbei dran. Ich will keinen Streit im Moment. Ich bin gerade. Ich bin gerade so schön geheilt. Oh nein! Sklaventreiber! Was? Schlimm mich die jetzt wieder zusammen oder komme ich dran vorbei? Weißt du was? Schleichend. Ja, sie haben mich schon gesehen. Weil ich hoffe, ich komme daran vorbei, sie haben so viele Typen bei sich. Da kommt noch mal einer. Wieso kann nur ein Tünd? Okay, es ist glaube ich alles cool. Okay, es ist alles cool.
Also, weiters. Weiters dort über. Bin da mitten auf dem Weg und es sieht einfach nur geil aus, oder? Da die riesige Schlucht. Ich weiß nicht, wo jetzt meine Leute absteigen werden. Sie werden sich einen Weg dort überbahnen. Und man sieht immer wieder mal eine Leiche. Jetzt vorher habe ich da auch noch jemanden gesehen rumlaufen. Was ist das für einer? Einer aus der Abenteuergilde. Die sind meistens recht stark, aber haben auch gute Sachen. Wahrscheinlich werde ich mich irgendeinmal mit denen anfeinden. Jetzt lag es gerade wieder, weil es Ladezeiten sind. Wo gehen die durch? Ja, eben, ich zeige euch wieder zeigen, wenn ich in dieser Stadt ankomme oder wenn es eine Schlägerei gibt. Hurra! Ich habe die Stadt gefunden. Das ist der Hub, wo ziemlich kaputt ist. Also, es hat eigentlich praktisch nichts da, außer einer Bar. Ich hoffe, da ist der Genesis. Ich habe gehört, er sollte da sein. Das sind so Gerüchte, die im Umlauf sind. Jetzt mal schauen, ob er wirklich da ist. Schnell, Hösele rein, los. Auf dem Weg habe ich noch eine Leiche gefunden und habe einen Helm und einen Heart Protector gestohlen. Jetzt tue ich den natürlich noch rasch loswerden. Was ist das? Ah, das Outhouse. Toilette. Hat es keinen Händler? Ah, da hat es so einen Ninja-Händler. Da kann man gute. Ah, was? Ein Medic. 2500. Nein, das ist ein bisschen zu viel. Es gibt Ninja-Händler, die kaufen einem auch geklaute Sachen ab. Ich sehe ihn jetzt einfach gerade nicht. Da ist er. Wobei eben diese Sachen, das ist jetzt egal bei dem, weil weil ich sowieso von einer Leiche habe, also das wird nicht viel ausmachen. Okay, das haben wir. Jetzt, wie sieht es mit dem Hunger aus? Du bist hungrig, okay. Ich gebe ihm jetzt noch das letzte Essen, das wir haben. Ich kann eigentlich eben noch wollen. Wow, gerade weg. Ja, gut. Ist okay. Ich kann eigentlich noch wollen Sachen kaufen da. Aber weil niemand da ist. Gehen wir weiter. Heilen muss mich auch nicht. Ja. Ich würde sagen, ich ziehe in Richtung Norden wieder. Ich schaue mal, ob es da irgendwelche Städte noch hat. Und sonst gehen wir auf Blister Hill zurück. Je nachdem. Ihr folgt dem. Und du gehst mal. Ich meinte, da hat es auch noch eine Stadt. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, da zu meinen oder so. Ja, wir werden es sehen, hä? Okay. Trainingspuppe habe ich auch keine gesehen. Er muss unbedingt noch trainieren können. Aber auch das können wir spätestens dann in einer anderen Stadt. Und das ist schon sehr wichtig, weil er hat wahrscheinlich ein, zwei Hits, haltet er raus und nachher ist er wieder kaputt. Ja. Vielleicht treffe ich auf dem Weg noch ein paar hungrige Banditen, die werde ich dann versuchen zusammenzuschlagen. Ja. Er ist nur noch 1% erkennbar, er auch. Ah, ich habe noch Fleisch dabei, genau. Das wird jetzt dann auch noch irgendwo bröteln. Mal schauen, ob ich da das Campingfeuer herstellen könnte. Ja, im Moment noch nicht. Ich mache mich auf den Weg. Wir sehen uns nachher nochmal. Ja, bis dann. Oh, Hund! Der wird nur abwehren. Oh! Los, ihr schafft das, ich weiß es. Nein, die schaffen es nicht. Also kommt Teil auch ein bisschen aus, wenn wir sowieso zusammenbrechen. Wow, dass der Exitus als erstes zusammenbricht, hätte ich also nicht gedacht.
Wow. Adieu wohl. Was ist los? Er ist doch... Hä? Wow, okay, okay. Solange es mich nicht essen, ist eigentlich alles okay. Recht übel verwundet, aber wir sollten aufstehen und uns heilen können. Lago mio, das war ein Wolfsrudel. Das waren keine Hunde mehr, das waren richtige Wölfe. Ja. Ja gut, ich werde zurück den Better liegen. Jetzt lohnt es sich. Geld habe ich genug. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.